Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum auf. Ich glaube, Bergfest war das, oder? Moment. Freunde. Oh Gott. So, ja. Wir hatten uns ja das letzte Mal in dem Gebäude ausgelockt. Sind jetzt wieder hier und looten jetzt die restlichen Gebäude, die wir beim letzten Mal nicht hatten. So. Geht das jetzt davon? Komm, den können wir, glaube ich, hier sogar anziehen. Mir fällt gerade ein, warte mal. Kann doch hier zum Beispiel gerade mal meine Stiefel reparieren, meine Hose reparieren. Das T-Shirt reparieren. Das Teil hier reparieren. Ach du Kacke, die haben den taktische Dings, Weste, Jacke auch ziemlich runtergekloppt, die Viecher. Geht wahr? Mein Rucksack übrigens kann ich auch reparieren. Die Mütze sollte ich vielleicht reparieren. Und auch. Nee, kann ich nicht mehr reparieren. Das ist schlecht. Ja. Ich bräuchte erstmal durchsuchen. Also das bräuchte ich nicht, das machen wir jetzt. Da sind auf jeden Fall wieder Scum-Dollars. Dann werden wir die Dame mal zerteilen. Also es ist definitiv eine Dame, die hat Brüste. Und ein BH an. So, ja, wo hat die Dame denn ihre Knochen versteckt? Ah, hier draußen. Herstellen Knochennadeln. Ich eigentlich gerade Knochennadeln herstellen? Glaub schon, ich bin mir aber nie sicher, wenn ich ehrlich bin. Knochennadeln. Auf jeden Fall brauchen wir ein neues Set. Ich glaube, wir lassen auch einfach wirklich jetzt das Reparaturset hier liegen, weil wegen nur zwei Einheiten. Haben wir hier noch was? Küchenhelfer. Da drüben in den ganzen Gebäuden waren wir schon. Ich glaube, wir könnten da in der Mitte noch looten, aber ich glaube auch nicht, dass die sich jetzt wirklich großartig dann lohnen. Ding hier können wir doch mitnehmen. Können wir das nicht da? Nein, können wir nicht. Schade eigentlich. Na, warte mal, aber das können wir doch da rein. Das können wir da rein. Dann können wir den da rein. Genau, so, siehste, läuft. Funktioniert. Ich bin begeistert. So, noch ein bisschen Geld. Okay, die nehmen wir doch auch mal mit. Nur so für den Fall der Fälle. Wir müssten aber auch vielleicht Munition finden. Die haben wir nämlich noch nicht. Wir haben zwar 2x9 mm, aber das war es dann auch schon. Fällt gerade auf, ich habe hier einen 93er, das falsche Gummi Idee. Ja, dieses Gummi um Schwert herzustellen, Käsescheiben, ein Schloss ist auch gut. So, da hätten wir. So. Den. Bitte desinfizieren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug Verbände erstmal. Wir brauchen
definitiv mal ein Gummi, würde ich sagen. In der Hoffnung, ein improvisiertes Schwert herstellen können. Super, ein Waffenreinigungsset, das bringt uns dann doch, wir haben eine Waffe von 100% oder 99%. Das ist jetzt nie so, dass ich sagen würde, brauchen wir dafür. Die Nuss, der sich jetzt als Feuerstahlzeug. Wie viele Schlösser haben wir denn jetzt? 2, 6, 7. 7 Stück nur. Schade eigentlich. Wir brauchen 15. So. Ja. Geht ein Zombie. Hat schon drin. Kiste. Ende nehmen. Ein BH. So, also wir laufen hier auf jeden Fall jetzt gerade ziemlich bunt rum. Das heißt, wir sind gut erkennbar. Haben zwar Tarnschuhe und Tarnmütze. Der Rest ist eigentlich doch relativ gut zu erkennen. Eine Karotte, die können wir mal gerne essen. Und noch eine Walnuss, die essen wir auch noch mal ganz schnell. Dann nehmen wir die wieder in die Hand, die Werkzeugkiste, und finden hier nichts Vernünftiges. Gut, dann hier wieder raus. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist zu hoch. Zombie, sehr schön. Aber hier ist noch ein Vorragenberg. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich wieder. Ich kenne mich da mittlerweile zu gut. Nächstes Set brauche ich immer wieder. Dauert, bis er das hergestellt hat. So, das haben wir hier rüber. Packen wir das dahin. Nehmen die Werkzeugkiste wieder in die Hände. Leider. Doch leider kein Motorrad. Dann machen wir uns einfach mal weg in die Ortschaft oder was auch immer. Wir sind hier und laufen gerade anscheinend, würde man sagen, Richtung sieht. Ich bin mal gespannt, wie lange wir hier überleben. Vielleicht haben wir ja gleich irgendwie wieder ein wildes Tier. Wölfe, Bären, keine Ahnung was. So, wir hätten noch zumindest ein bisschen was zu essen dabei. Obwohl wir noch Walnuss und Karotte verdauen. Haben aber genug fette Proteine, genug Ballaststoffe, Zucker, gesättigte Fettsäuren, gut. Kohlenhydrate fehlen ein wenig. Dafür sind eigentlich Kohlenhydrate hat. Komm, wir essen einfach mal die, die Karotte. Die Kartoffel. Mein Gott.
So, ja, dann haben wir Geld, haben wir eigentlich auch schon reichlich mit fast 800 Scam-Dollar in die Hände nehmen. Auf wie geht's weiter? Wenn wir weiter da runterlaufen, da ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich möchte gar nicht den Bunker gern rechts auch nicht hin, weil hier ist, glaube ich, ja, glaube ich, die Mine, da möchte ich eigentlich auch nicht hin. Wohl Mine. Gut. Gehabt. Weiß es noch so genau. So, da unten ist auf jeden Fall erstmal eine Hütte. Gehen wir mal schauen. Vielleicht finden wir da ja ein wenig was. Vielleicht Schrotmunition, die wir gebrauchen könnten. Also auf jeden Fall finden wir hier schon mal einen netten kleinen Zombie. Oh, den wir auch noch verfehlen. Zweimal. Fall doch jetzt um, Mensch. So, danke schön. In die Hände nehmen. Erstmal hinlegen. Wir brauchen Ausdauer. Ganz, ganz viel Ausdauer. So, genau. Wir können den Zombie übrigens noch durchsuchen. Und der hat auch wieder Scam-Dollar dabei. Das ist doch, läuft gerade, ne? Da liegt schon wieder so ein kleiner Rucksack. Aber nicht mitnehmen. So. Dann. Wo wollten wir den denn weiter? Ich glaube ja. Dann werden wir jetzt mal laufen. Hier weiter, dann da lang oder so. Ich weiß noch nicht. Jedenfalls würde ich sagen, erstmal im Schneegebiet hier raus. Da links geht's nach. So, das müsste vielleicht dann der Bunker sein. Bunker. Was, Bunker? Nee, wir möchten jetzt erstmal Fahrzeug suchen. Dann ja, vielleicht warten wir irgendwie. Komm wieder schmeißen. Nirgendwo hin. Hier können wir uns mal kurz schmeißen. Da vorne geht es gleich auch irgendwie zu den. Den, zum, da, genau da vorne rechts geht es zur Mine hoch. Aber eigentlich bin ich mit Schneegebiet hier raus. Ich glaube, wir laufen weiter die Straße hier lang nach. Eigentlich Ballaststoffe haben wir kaum noch, Kohlenhydrate, ja. Ich weiß noch nicht. Wir laufen jetzt erstmal hier. Da oben steht schon wieder eine Hütte. Gehen wir doch da auch mal gucken. Vielleicht finden wir da was Nettes. Vermute es zwar eher nicht, aber man weiß ja nie. Okay. Nee, keine Ahnung. So. Wasser. So. Hier hätten wir zumindest mal eine kleine Schaufel. Wäre aber jetzt auch nicht, ich brauchen. Dann machen wir mal wieder unsere Dauer voll.
aber unser Essen irgendwie nicht. Schokolade nicht. Oh, Cherie. So, Tipp. So schick, da rechts steht eine Zombie, da gehen wir nicht hin. Wir laufen weiter hier. Links müssen. Dann gucken wir auf den Weg zur Tankstelle. Ist, weil da piept immer. Vielleicht sollten wir dann einfach gleich hier unten abkürzen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Sprit brauchen wir eh nicht. Wir haben Sprit. Aber halt nicht, wo wir den Sprit einfüllen können. So, dann aber glaube ich gleich noch ein kleines Örtchen oder sowas kommen. Zumindest kommt da schon mal bitte oder so ein Unterstand. Ich glaube, hier war das klein. Egal, wir laufen jetzt einfach weiter. Bin auch gerade am Überlegen, war das überhaupt eine Tanke? Ich glaube eher. Das ist das kleine Örtchen, was ich meinte. Das müsste sein. Es ist definitiv, glaube ich, doch die Tanke, deshalb. Hallo? Da ich. Also ich laufe jetzt auch nicht nochmal zurück, weil Berg hoch wird eh anstrengender wie Berg runter. Ich habe mal Glück und da steht irgendein Fahrzeug drin. Und wir müssen eh gleich gucken, dass wir so ein bisschen. Na, bald Schuhe nass. Kalt und gefrieren. Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir das mal hier. Dann haben wir hier ja, Sonnenblume und Nüsse. Ne, das ist ja keine Nüsse mehr. Das ist ja nur noch Hasel, glaube ich. Ne, lass mal gucken. Ja, das sind immer noch nur Hasel. Keine Haselnüsse, sondern nur noch Hasel. Ja. Den Apfel möchte ich dann doch nicht so gerne essen. So, weiter hier runter und Scheiße, ja, das da oben war auf jeden Fall das Örtchen, weil da, wo ich jetzt drauf zulaufe, ist die Tanke und da will ich nicht hin. So ein Mist, wir haben das Örtchen ausgelassen und sind jetzt schnurstracks zur Tanke gelaufen. Nicht wie ich vorhatte, an der Tanke vorbei zum Örtchen. Ich bin gerade mal am gucken, ob sich das lohnen würde, vielleicht doch dahin zu laufen, weil da vielleicht eventuell und so ein Fahrzeug steht, aber es sieht definitiv nicht so aus. Gar nicht so aus. Ne, dann gehen wir einfach weiter, nicht wahr? Muss ja nicht. Man muss ja nicht sein Glück herausfordern. Das da. Bunker. Also ihr seht, ich bin hier seltenst im Schneegebiet unterwegs. Ich kenne mich hier oben in der Gegend eigentlich gar nicht auf. So, jetzt auch gleich wieder die Mütze. Tauschen, würde ich mal sagen. Ausrüsten. Schön. Passen nur die weißen Schuhe nicht mehr hier hin. Mir ist ziemlich warm. Ey, so schnell sind wir doch gar nicht. So weit sind wir doch noch gar nicht aus dem Schneegebiet, dass ihm schon wieder so warm werden könnte. Laufen jetzt weiter einfach. Fax. Entlang Fluss, übrigens Fluss, wo ist Fluss? Müssen wir erstmal den Fluss suchen.
Los. Finde den Fluss nicht. Sollte mir vielleicht aber auch einfach Mütze abziehen. Shirt ausziehen, weil da ist eh nur ein Schneeball drin. Den brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Toll. Ich laufe komplett in die falsche Richtung. Da können wir auch definitiv keinen Fluss finden. Eigentlich brauche ich doch verlaufen. Bevor ich jetzt hier noch 100 Mal hin und her laufe. Hier runterlaufe, müsste ich definitiv. Vor lauter Herzschlag. Scheiße. Ja, ich höre hier ein leises Wolfknurren. Von wo, wenn ich ehrlich bin. Also auf der Hut sein und ja, mit schnell. Hat ein Wildschwein weg. Das heißt, da kommt vielleicht jemand, würde ich jetzt mal so sagen, weil die Wildschweine laufen hier nicht von alleine. Definitiv nicht. Ja gut, es sei denn, die werden von einem Zombie gejagt, dann schon, aber... Oh, weiß gerade nicht. Kurz einen Moment warten. Abwarten, was sich hier tut und ob sich hier überhaupt was tut. Also das Wildschwein habe ich definitiv nicht gescheucht. Dafür war es zu weit weg und hinter mir. Wieder. Also früher konnte man ja definitiv. Definitiv davon ausgehen, wenn ein Tier aufgescheucht war, dass da auch jemand war. Heutzutage nicht mehr, weil auch die Zombies können ja die Wildschweine oder die Tiere jagen. Und, dadurch könnte das Wildschwein jetzt auch aufgescheucht worden sein. Was mich dann aber auch schon wieder nervt. Was heißt nervt? Ne? Es gehört halt dazu, aber das war gerade... Wir haben... es geschafft, dem Wolf zu entkommen. Dann war da dieses Wildschwein, was keine Ahnung durch wen aufgescheucht wurde. Und dann jetzt so zu guter Letzt habe ich jetzt gerade noch das Schnaufen eines Bärens gehört. Ich weiß, dass wir definitiv nicht auf einen Bären treffen wollen. Obwohl die Bären, ich weiß gar nicht, ob die Bären, wie die mittlerweile draußen, ob die nur noch einmal zuschlagen und dann sich wieder von dann machen. Also meine letzte Begegnung mit dem Bär oder mit einem Bären war, wir laufen um einen Baum, der Bär keine Lust mehr hatte. Mal rechts, mal links rum. Und ansonsten, wenn ich einem Bären begegnet bin, hatte ich immer was, um mich zu verteidigen. Was gerade nicht der Fall ist. Ja. Deshalb
Geh mal dem Schnaufen und dem Bären besser aus dem Weg. So, jetzt definitiv mal hier runter. Wir gucken uns gleich mal dort in der Stadt um. Das ist, glaube ich, auch eine Eventstadt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab's heute mit den Eventstädten. Würde gerne. Zumindest mal darüber und bis in den Wald kommen, wenn es klappt. Obwohl, doch, sieht gut aus. Wir haben noch 42%. Sollte funktionieren, dass wir hier in den Wald kommen. So, dann können wir hier erstmal irgendwo hinschmeißen. Dauer regenerieren. So. So, dann schaue ich mal den Eierwärmer weg. Den braucht man definitiv nicht. Die Handschuhe eigentlich auch nicht mehr. Weil wir sind ja aus dem Schneegebiet raus. Die Mütze habe ich schon abgezogen. Ja, was wahrscheinlich echt komisch wird. Die könnte. Ja. Egal. Wasser haben wir auch ziemlich viel mittlerweile. Unsere Blase, ja, geht noch. Würde ich sagen, nähern wir uns mal der City. Aber ich denke auch mal nicht, dass wir hier irgendwie ein Auto finden, weil die Durchgangsstraßen und Wege sind eigentlich das Erste, was gelootet wird. Also auch von Fahrzeugen her. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass wir hier Glück haben werden. Sei denn, irgendjemandem ist das Auto hochgegangen oder das Moped. Das Moped. Komm, das essen wir schnell. Wir lassen hier nichts vergammeln. In die Hände nehmen. Aber ansonsten denke ich mal, werden wir hier kein Glück haben. Drin. Ui, Zombies sind hier ganz viele. Geht ein, geht ein. Nö, nö, Zombies will ich jetzt nicht. Nö, nö. Wir gehen mal so darum. Die Garagen können wir auch gleich noch durchsuchen oder in der nächsten Folge oder wie auch immer. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal an linke Ende des Dorfes. Und suchen uns dann hier wieder systematisch durch. Damit ich in der nächsten Folge auch wirklich wieder. Ach, Scheiße. Weiß, wo ich bin, wo wir schon waren. Ja. Doch hier was verpasst, oder? Warum sind jetzt hier so viele Zombies? Ich möchte das nicht. Nein, nein. Alter, alter, alter. Da steht auch einer. Ja, die hat mich jetzt anscheinend gesehen. Mist. Ich wollte doch nicht von einem Zombie gesehen werden. Ich laufe schon extra so weit einen Bogen und werde dann trotzdem von den Mistviechern gesehen. Das finde ich jetzt unfair. So, sagen, da steht auch noch ein Zombie, aber ist nicht der Fall. So, ich hoffe, der sieht mich. Da ist auch noch einer. Ey, der Herr, hallo. Also Zombies haben wir hier gerade genug. Gut, hier unten ist keiner drin. Mütze brauche ich nicht. Auch. So, schauen wir doch mal, was wir dann hier drin finden. Antibiotika, die Dodo sind Gold wert. Was lassen wir dafür hier? Komm, wir lassen das Messer hier, das brauchen wir eh nicht mehr. Aber Antibiotika für Infektionen sollten wir definitiv mitnehmen.
mal Faden. Wir können definitiv Zeug herstellen. Ein Salzkörnchen. Nein, zwei kleine Salzkörnchen anscheinend. Oder ein Salzkorn, was. Ach, keine Ahnung. Die Mütze lassen wir mal hier. Dafür, ich habe gesagt, die Mütze lassen wir hier. Dafür nehmen wir einen Käse mit. Und suchen wir mal hier. Ne, die brauchen wir nicht. Hier noch. Ja, wir hätten zwar hier ein bisschen was, aber nee. So, was wollte ich denn jetzt machen? So, ja, ich wollte. Nähzeug herstellen. Ich glaube. Warte mal einen Moment aus, das brauche ich nicht, weil ich möchte gerade nicht mehr ins Schneegebiet. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht, weil ich eigentlich keinen Bogen mehr bauen im Moment. Würde ich sagen. Brauchen wir so teilweise, deshalb lassen wir das Zeug mal hier. Ja. Ich sehe auch gerade schon wieder, wie die Zeit verfliegt. Wir haben schon wieder 30 Minuten um. Deshalb lege ich mich jetzt einfach mal. Ne, ich lege mich hier ins Bett. Wofür haben wir denn die Betten? Jo, wir gehen hier auf Pausieren. Nee, das ist schlecht, weil dann habe ich das Zeug nicht mehr in der Hand. Das ist blöd. Dann ist nämlich beim nächsten Start die Werkzeugkiste weg. Dann legen wir uns halt doch neben das Bett. Ja, und schauen einfach mal. Also, das soll es dann jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch das nächste Mal wieder begrüßen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, der Falli.